Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu. Hallo! Und wir sind fleißig an den Missionen am Arbeiten. Die zwei Mädels, die haben sich hingelegt zum Schlafen. Und unser lieber Willi, der muss ja noch eine Runde Sabbat spielen. Und dann werden wir uns noch weiter auf die Suche nach Versorgungskisten machen. Es wird ja wohl nicht die letzte Versorgungskiste sein, die hier rumsteht. Oder die einzigste. So, das ist eine Bewohnerin. Wer bist du? Bist du vom Widerstand? Schurke. Barmann. Barfrau. Hier sind sehr viele von dieser ersten Ordnung unterwegs. Aber niemand vom Widerstand, ne? Muss ich da extra hinreisen? Naja, gut. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die eine Runde. Das hat ja auch super funktioniert. Und während du da noch rumsitzt, dann werde ich mich mal schlau machen, wo noch so eine Kiste stehen kann. Und hier haben wir eine. So, aber jetzt werde ich erstmal die Runde irgendwie dingsen. Mal gucken. Nee, bitte nicht noch eine Runde. Dass sie immer automatisch der voll die Sucht ist. Ey, das ist meine Kiste, du Blödmann. Danke. Habe ich zuerst gesehen. Also, ja, er war zuerst da, aber... Ach, guck mal, da ist unsere Dilara. Wohin läufst du denn bitte? Ach so, du willst mit uns reden. Nee, geh dir mal was zu essen holen. Und du wirst dich auch mal ein bisschen um deinen Hunger kümmern müssen. So, dann bin ich mal gespannt, was wir da drin so finden. Ein nobler Lichtschwertgriff, Frieden und Gerechtigkeit. Dann lass mal sehen. In seinem hat keinen Kyber-Kristall. Das ist der falsche Ausweis. Thermal den Detonator. Und was ist das? Naja, egal. So, auf jeden Fall müssen wir noch was an unserer Logikfähigkeit dingsen. Deswegen haben wir hier noch die nächste Kiste, die ich durch Zufall gesehen habe. Ja, da guckt ihr, ne? Was ist denn? Ach, Essen. Okay, ja, dann können wir das mal öffnen. Hallo. Ein blauer... Ah, guck mal. Da können wir doch den Kristall anbringen, oder? Moment mal, was stand dabei? Im Herzen jedes Lichtschwertes befindet sich ein Kyber-Kristall. Die meisten stammen vom Planeten Ilum. Diese Kristalle können mit einem Lichtschwertgriff kombiniert werden, um ein funktionstüchtiges Lichtschwert herzustellen. Ja, okay. Ausweise, aber auch nö. Lass mich. Ich warne dich. Ich bin keiner. Jetzt reite mich nicht noch rein, ne? Ui. Ui. Das ist doch cool. So. Mit Lichtschwert trainieren. Ach, cool. Ui, das tat bestimmt weh. Hat die Fitnessfähigkeit erworben, ja. So, bevor wir aber hier noch irgendwie Wurzeln schlagen mit unserem Lichtschwert,
Müssen wir trotzdem noch eine Kiste unter Umständen finden? Tü-tü-tü-tü. Das ist keine. Ist hier drin noch jemand? Bist du noch eine? Ah ja, genau. Hier ist noch eine Kiste. So. Mission für den Widerstand Dingsbums abschließen. Und du sollst eigentlich auch mal Bericht erstatten. Aber der da versucht noch seine Logikfähigkeit zu verbessern. So, jetzt mache ich die eine Kiste noch und dann klapper ich die. Ey, hallo. Wo bist du? Ach, da bist du. So. Wie sieht's denn aus mit deiner Logikfähigkeit? Ach, programmieren. Was sag ich denn mit Logik? Nein. Du sollst sie schon öffnen. Vielleicht ist da was Interessantes drin. Altmetall. So, lass mich mal mich noch ein bisschen umgucken hier. Die Kiste habe ich geöffnet. Die Kiste ist auch offen. Die Kiste habe ich geöffnet. Wahrscheinlich zählt das auch, wenn ich andere von den Dingern da untersuche, ne? Kann das sein? Warte, hier oben, das sieht doch aus. Nö, sieht nur so aus. Da ist aber noch eine Kiste. Dann müssen wir das auch noch machen. Hoppala, was bist du denn? Da war noch was. Ein Datenstift. Okay. Aber ich bräuchte noch eine Kiste, die ich öffnen müsste, um den einen Punkt zu kriegen. Okay, aber dann nehme ich halt den Willi mal mit. Und dann fahren wir jetzt erstmal zur ersten Ordnung. Dann nehmen wir natürlich die beiden mit. Weil wir müssen ja mit unserer lieben Dilara erstmal Bericht erstatten. So, während der liebe Willi, haben wir hier vorne auch schon eine Kiste? Ne, die stehen alle da vorne. Deleti. Ja, dann müssen wir halt eine Kiste von da vorne nehmen. Ist doch gar kein Problem. Denke ich, hoffe ich, dass wir dabei auch nicht so unbedingt viel Dings kriegen. So, und du kannst dich ja... Ist derzeit auf Patrouille. Oh mein Gott, ja. Die Auseinandersetzung zwischen der ersten Ordnung und dem Widerstand hat sich nach Batu verlagert. Der Widerstand wird von der Hoffnung auf Freiheit angetrieben, während die erste Ordnung ihre Kontrolle ausweiten möchten. Welche Seite wirst du während deines Aufenthalts auf Batu unterstützen? Du kannst dein Bestreben jederzeit ändern. Die erste Ordnung natürlich. Wollen wir mit Dilara. Okay, Bestreben abgeschlossen. Aber wir können ja trotzdem noch ein paar Missionen dingsen. Anfang, lass dir mein Lob nicht zu Kopfe steigen. Mission abgeschlossen. Bonusbelohnung. Altmetall. Wow, danke. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Rang 1, Unterstützerin. Ja, davon haben wir nix. So, bitten, Missionen zu zeigen. Und
Unsere Patrouillen haben verdächtige Aktivitäten gemeldet und es scheint, dass unsere Vermutung bezüglich der wachsenden Präsenz des Widerstands hier auf Patou bestätigt werden. Jemand hat die Ausrüstung der ersten Ordnung manipuliert. Frag nach, ob jemand etwas beobachtet hat. Wir benötigen weitere Informationen, da der Widerstand immer mehr an Einfluss gewinnt. Die Bevölkerung muss erkennen, dass Aktionen gegen die erste Ordnung nicht ohne Folgen bleiben. Kisten der ersten Ordnung erneut versiegeln. Das können wir ja dann tatsächlich machen. 3 Stück haben wir da. Wo ist denn die dritte? Wo ist denn die dritte? Oh, was ist denn hier? Essen oder Trinken bestellen? Nö. Eher im Moment nicht. Gibt's hier irgendwas, ist das? Schrotthaufen durchsuchen. Ah, guck mal, hier ist noch eine Kiste. So. 2 Sims anschwindeln. Dann, erreiche Rang 1 anschwindeln. Ich weiß nicht, ob das bei unserer Tanja funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das freundlich ist. Nee. Unfug vielleicht, ja. Naja, gut. Zur Arbeit gehen, weiß ich nicht, ob wir das unbedingt brauchen. So, was haben wir denn hier? 3 Sims für die erste Ordnung rekrutieren. Güter aus 2 Versorgungskisten im Black Spire Außenposten beschaffen. 2 Missionen für die erste Ordnung abschließen. Okay. So, dann mach das mal mit den Kisten. Du kannst ja mal ein bisschen schlafen. Wieso werden wir befragt? Wir haben lieber Hunger. Ausweis überprüfen. Das machen wir auf jeden Fall. Hat an seinem freien Tag 234 Simoleons verdient. Ist das nicht toll? Wer bist du? Und wen haben wir noch? Können wir noch jemanden überprüfen? Ja, ist ja gut. So, wo ist denn der Lieutenant? Ist der schlafen? Ach nein, der ist hier oben. So, unsere Dilara, die ist ja richtig fleißig, ne? So, freigeschaltete Belohnung der ersten neuen galaktische Credits, erste Ordnung, Outfit, Interaktion, Ausweis überprüfen. Ja, das ist mir schon bewusst, ne? Rang 2, Rekrutin. Zutritt zur Sicherheitstür der ersten Ordnung. Und wo ist die Sicherheitstür? Ah. Okay. Muss mindestens ein Truppler Rang 3 der ersten Ordnung sein. Ja,
Ich freue mich zu sehen, dass du meine Befehle befolgt hast. Du hast Batu einen Dienst erwiesen. Ja. Dann werde ich auch gerade mal fragen nach der nächsten Aufgabe. Besser als der Vorgänger und die Schwachstelle. Wissen ist Macht. Wer den Informationsfluss steuert, kann den Sieg erringen. Stell sicher, dass unsere Kommunikation keine Schwachstellen aufweist. Meine Versorgungsmission, unser letzter Kurier ist nicht zurückgekehrt. Ich vertraue darauf, dass du vorsichtiger bist. Also im Prinzip ist ja beides, aber ich würde gerne das da machen. Kann ich da noch mehr annehmen? Ah, nur eine Mission. Aha. Ich mache jetzt hier nur erste Ordnung, ne? Das ist richtig unfair gegenüber den anderen beiden. Ich wollte ja eigentlich schon längst mal zu dem Widerstand gereist sein, aber egal. So. Wo ist denn ein Offizier? Bist du ein Offizier? Ach, du bist ja... Eigentlich ist das ja... Wurscht, ne? Mission abgeschlossen. Dann können wir uns direkt die nächste Aufgabe dingsen. Oh, ein Datenstift. Nachschub sichern. Die Schwachstelle Wissen ist Macht. Ja, gerne. So, aber bevor ich das mache, werde ich doch mal gucken, ob ich mit unserer lieben Tanja auch mal diese Mission abgebe. Weil, wenn, dann müssen wir auch mal da wieder nachgucken. Ich denke mal, die Lara nehmen wir jetzt nicht mit. Willi Fuchs ist eigentlich... Ja. Ja, komm doch. So, was musst du eigentlich so nebenbei noch machen? Ja, das können wir dann auch irgendwann mitmachen. Versorgungskiste öffnen. Die hatten doch auch welche, ne? So, und du kannst dann hier schon mal Bericht erstatten bei dem Aldir Dark. Mit dem kann man auch nicht flirten. Mit ihr auch nicht. Ah, ihr seid erst mal da hinten. So, Widerstand unterstützen natürlich. Ist doch klar. Die kennen wir ja schon. Höhlen von Batu erkunden. Ah, guck mal, da ist der Wasserfall. Ne? Und da ist die Höhle. Ha.
Und du kümmerst dich jetzt mal um die Kisten hier. Ah ja, da haben wir den blauen Kaiber. Und das ist aber nicht das, was wir als Belohnung gekriegt haben, ne? Solltest du dich nicht eigentlich vorstellen? Ja, okay, dann mach jetzt erstmal die Höhle. So, mal gucken, was uns da alles erwartet. Gibt's eigentlich neue Sammeldingsbums? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ah, Lichtschwerter. Und Batu-Protokollierungen? Schon so viel. Habt ihr auch so viel? Und was hast du? Ah, sie kümmert sich schon darum. Tanja erkundet einen schwachen beleuchteten Bereich der Höhle. Plötzlich hört sie ein furchterregendes Knurren und dreht sich um, aus der Höhle zu laufen. Sie rutscht aus und landet in einem ekligen Schleimhaufen. Sie hat keine Ahnung, was das für ein Schleim ist oder von wem er stammt. Aber eins ist sicher, es wird Zeit, in den Unterschlupf zurückzukehren und sich zu waschen. Okay, dann wasch dich mal. Und wenn du das gemacht hast, dann könntest du dich doch bitte noch ein paar Leuten vorstellen, oder nicht? Ach, den kennen wir schon. Okay, ist das so weit? Oh, wohin läufst du denn? So, wohin willst du jetzt gehen? So, aber ich möchte doch gerne mal eine Mission annehmen. Wo kann ich denn? Warte mal. Was Mission will, nachdem du nach Widerstand und nach. Ah. Wenn du dich immer noch mit uns verbünden möchtest, könntest du uns helfen, die Kommunikation der Ersten Ordnung zu stören. Ihre Technologie ist stark gesichert, aber wir hoffen, dass sich jemand mit deinen Fähigkeiten unbemerkt einhacken kann. Triff unseren Freund in Ogas Kantine. Du erhältst dann weitere Informationen. Dies ist ein riskantes Unterfangen, aber Taten sagen mehr als Worte. Zeige Einsatz, dann bringen wir dich anschließend zu Vimoradi. Okay. Datenstift von Schurkenkontakt erhalten. So, dann werden wir doch erstmal zu dem Außenposten wieder reisen.
Dann nehmen wir dann unsere Dilara auch hin mit. So. Bist du da Kontakt oder was? Dann setzt du dich jetzt einfach mal hier hin. Beziehungsweise du gehst jetzt erstmal schlafen. Und du kannst was essen gehen. Was musst du denn noch so an? Mit dir könnten wir ja jetzt noch mal nach Missionen bei Dingsbums fragen. Hondo. Ich wollte eigentlich nach Missionen fragen. Wenn das nicht der netteste Sabbatspieler ist, gegen den ich je verloren habe. Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ein Kumpel von mir hat ein Paket für mich aufbewahrt, aber er musste aus geschäftlichen Gründen die Stadt verlassen, bevor ich es abholen konnte. Allerdings muss ich sein Sicherheitspersonal dazu kreativ austricksen. Keine Sorge, ich bitte dich nicht, in das Haus eines Fremden einzubrechen. Wir sind schließlich alte Freunde. Sprich mit Doc Ondar, der wird dir einen Datenstift geben. Benutze ihn, um die Tür meines Freundes aufzubrechen und mir mein Paket zu bringen. Okay? Wunderbar. Ja. So, dann gucken wir mal. Das war doch hier irgendwo, ne? Oder wo ist? Ah, wir müssen also zur ersten Ordnung. Schurkenkontakt. Dann komm mal her, der wartet nämlich schon auf dich. Dingsbums. Okay, Willi Fuchs hat gelernt, wie man Chat-Shows zubereitet. Oh ja, das ist doch toll. Dann müssen wir also zur ersten Ordnung wieder. Müssen wir den Fuchs auch mitnehmen? Oder kannst du zu Hause bleiben? Ja, ich glaube, du kannst zu Hause bleiben. Aber unsere liebe Dilara, die nehmen wir natürlich mit, weil sie auch Aufgaben hat. Entschuldigung, wenn das ein bisschen zu laut war. So, erste Ordnung, Überwachungssystem am Dingsbums installieren. Klicke auf das am ersten. Das ist auch ein Kommunikationsturm in der Nähe des. Okay. Aber du kannst das. Kommunikationsturm-Zugriffscode erhalten. Finde mit einem Datenstift in der Mitte. Dann analysieren wir das doch mal. Und bei dir muss ich erstmal gucken, wo ich eigentlich hin muss. Oh je.
Ja, eigentlich dachte ich, dass das hier ja irgendwo wäre, ne? Ist das nicht sowas hier? Ja, Hecken üben. Oh Mann, ich bin echt irgendwie ein bisschen deppert. Aber meine Lieben, also ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir in Episode 3. Oder ist das schon Episode 3? Oh Gott, Hilfe. Oder ist das schon Episode? Also, in der nächsten Episode. Tschüss.